Jetzt in Halberstadt, denn dort ist der Tabellenvierte Gera zu Gast und die Thüringer wollen mit einem Sieg diesen vierten Platz halten, Plauen weiter Druck machen und das Gute daran, sie haben es selbst in der Hand, Reiko Richter. Ja, René, aber genau solche Spiele werden ja auch im Kopf entschieden und die Gera wirken konzentriert, fixiert auf dieses Spiel. Vielleicht 500 erwarten einen großen Kampf im Friedensstadion zu Halberstadt. Und der Gastgeber in Rot kann ja auch noch an den Relegationsplatz heranrücken. Enrico Gerlach ist das, der Kapitän der Halberstädter. Erster Versuch in einer zerfahrenen Anfangsphase. Knappe Viertelstunde schon gespielt, Gera bemüht aber zu fehlerhaft. Wieder Gerlach, die Situation schön erkannt. Steffke setzt sich da durch, 1:0. Steffke, der lange Ball und der sitzt. Gerlach mit viel Gefühl für den Ball und die Situation. Und Steffke, Sieger im Duell mit Franz. Richter im Tor der Gera ohne Chance. Geras Trainer Nico Quade, das sieht eher nach Resignation statt nach Relegation aus. Keine 5 Minuten später, erneut Germania, dieses Mal über rechts mit Banzer. Das ist zu einfach und der ist ganz einfach drin. Steffke schickt Gera auf die Matte. Friedrich und auch Franz können da nicht eingreifen. 2:0 für Germania Halberstadt. Und der nimmt Gera heute hier richtig auf die Rolle. Der Glaube an den Aufstieg, eher klein in Gera. Handgezählte 30 Fans waren mitgekommen aus Ostthüringen. Halbe Stunde vorbei, Nico Quade hat genug. Barich und Franz müssen runter. Höchststrafe, Tröger und Ast im Spiel. Freistoß für die Gäste, Weißhaupt. Der Anschluss, vielleicht vor der Pause und die Hoffnung, käme zurück. Naja, wenigstens der Versuch war vorhanden, Tobias Friedrich mit dem Kopf. Immer noch nicht Halbzeit, wieder der VfB mit dem flinken Steffke. Diesmal mit Übersicht, Banzer, Richter hat ihn. Wieder Unordnung da bei Gera. Die 0-3er liegen zur Pause 0:2 zurück und Fuhrmann holt sich noch gelb wegen Meckerns ab. Trainer Nico Quade angefressen, schickt ihn in die Kabine. Schwache erste Halbzeit seines ersten FC Gera. Nach dem Wechsel gleiches Bild, wieder Halberstadt. Steffke, Fuhrmann hält ihm da Vorteil. Kein Tor, aber die Situation hat ein Nachspiel. Fuhrmann, Sie erinnern sich gerade, gelb hat er vorbelastet, muss runter. Die Ampel für ihn ausschlaggebend. Dieser Versuch eines Foulspiels. Gute Vorteilauslegung des Schiris. Halberstadt in Überzahl vor der Partie. Aussichtslos zurück in der Tabelle. Könnte jetzt auf einmal noch mal ranrücken an die Relegationsplätze. Steffke wieder in der Mitte, sein dritter Streich. 3:0, Gera geht K.O. Das die nackten Tatsachen hier in Halberstadt. Kopp hatte toll vorgelegt für Steffke und er hatte wie zuvor wenig Mühe. Und weiter ging's nur in eine Richtung. Wieder Felix Binsker, der setzt sich da durch und schiebt ihn in die kurze Ecke. Rotzfrech, 4:0. Und wenn die Halberstädter weiter so treffen, dann wird das noch was mit dem Torverhältnis. Und vielleicht hilft ihnen das ja theoretisch noch. 4:0 Binsker. Aber wir wollen auch Gera nicht ganz vergessen. Sie sind aufgestiegen in dieser Saison, haben toll oben mitgespielt und dürfen auch durch Tröger hier noch den Anschlusstreffer markieren. Nicht den Anschlusstreffer, den Ehrentreffer natürlich. Toller Schuss von ihm. Aber es war immer noch nicht Schluss. Da läuft wieder Pinske. Vorhin hat er ihn in die kurze Ecke gedreht und diesmal spielt er ab und da ist Steffke. Sein viertes Tor, aber die Bande kann doch gar nichts dafür. 5:1, er allein schießt Plauen indirekt heute in die Regionalliga und Gera braucht heute viel, viel Trost. Ich muss sagen, es ist schon eine Enttäuschung für uns, ganz klar. Wir hatten uns viel vorgenommen und irgendwie waren wir heute wie Pleie und lagen ganz schnell 0:2 zurück.
Heute hat eigentlich klar alles gegen uns gespielt. Wir haben noch ein Spiel, das wollen wir natürlich im Blauen, gemeinsam mit Blauen toll erleben, toll feiern und alles Gute den Blauen noch. Danke. Verrückte Oberliga. Halberstadt nach 5-1 über Gera kann immer noch Platz 4 erreichen und Gera ja auch noch. Oder René? Ja, kommen wir gleich dazu. Damit steht aber erstmal fest.